Hallo liebe Freunde des Rechts, Freitag vor der Bundestagswahl. Ich befasse mich mit einem Thema ganz besonders und es muss vielleicht nicht das wichtigste Thema sein, vielleicht sind andere Themen wie Klima, Finanzierung, Einwanderung auch wichtig, aber Hass im Netz ist das Thema, mit dem ich mich viel befasse und wo ich versuche auch einen Beitrag zu leisten, einerseits durch Aufklärung von Usern, andererseits auch von Beratung, durch Beratung von Politikern. Insofern war ich interessiert, als Tina Hassel bei der Schlussrunde mit diesem Thema anfing, aufgrund des Tankstellenmordes. Und sie stellte die Frage an Armin Laschet, was er von der Enthemmung, von der zunehmenden Gewaltbereitschaft hält und was er dagegen unternehmen will. Hören wir uns das mal an. Ein Maskenverweigerer erschießt einen jungen Kassierer in einer Tankstelle, weil der ihn auf die Corona-Regeln hingewiesen hatte. Im Netz wird der Täter von vielen dafür sogar zynisch gefeiert. Die Polizeigewerkschaft GdP spricht schon davon, dass sich die Szene der Corona-Leugner immer weiter radikalisiert. Herr Laschet, Experten haben ja schon lange gewarnt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann aus hasserfüllten Botschaften irgendwann auch eine Tat folgt. Haben Sie, haben wir alle diese Szene zu lange unterschätzt? Also der Anschlag in Idar-Oberstein ist natürlich schrecklich. Man kann sich das kaum vorstellen. Ein 20-Jähriger jobbt da, Student, tut nichts anderes, als auf die Regeln hinzuweisen. Gut, das macht Laschet erstmal richtig. Wenn man nicht weiter weiß, dann sollte man erstmal Zeit gewinnen und Empathie zeigen. Das ist ein Manöver, was er gut einstudiert hat. Und es ist auch nicht verkehrt zu sagen, das ist eine furchtbare Tat, die da passiert ist. Und dann wird er kaltblütig erschossen. Und meine Sorge bei all diesen Taten ist, die Radikalisierung beginnt im Netz. Sehr schön, dass Herr Laschet das auch erkannt hat. Radikalisierung beginnt im Netz oder durch Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die Frage von Frau Hassel war ja, ob wir zu lange zugeschaut haben. Mal schauen, was er dazu noch sagt. Immer aggressiver, immer lauter. Wir haben das bei den Rechtsradikalen erlebt, beim Stimmungsmachen gegen Walter Lübcke. Und irgendwann ist einer da und vollendet diese Tat. Und deshalb müssen wir dringend diesem Hass uns entgegenstellen und ihn schon im Ansatz ersticken. Er hat jetzt erstmal Zeit gewonnen, indem er sagt, ja, Hass bekämpfen ist richtig. Allerdings bekommt man ein wenig den Eindruck, als wäre das Internet schuld. Jetzt kommt man nicht umhin, bei CDU-Politikern wegen Neuland den Eindruck zu haben, dass das Internet in seiner Komplexität vielleicht ein wenig unterschätzt wird. Gerda Hassel, aber Herr Laschet, hakt nach. Die Unionsfraktion hat wichtige Vorhaben verhindert. Das sogenannte wehrhafte Demokratiegesetz, auch ein Gesetz zur besseren Überprüfung von Waffenbesitzern, das hat jetzt der Innenminister Seehofer selber kritisiert. Also dieser Hass. Ja, das wehrhafte Demokratiegesetz. Das ist also jetzt die Stelle, wo die Union nicht wirklich geglänzt hat, denn sie hat dieses Gesetz verhindert. Eigentlich war man sich im Kabinett schon einig. Die SPD hatte es vorgebracht durch ihre Fachminister im Justiz- und im Familienressort. Das Gesetz hätte vorgesehen verschiedene Änderungen im Strafrecht, aber auch eine Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und an der Stelle ist Armin Laschet wahrscheinlich ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und das finde ich bezeichnend, tatsächlich aber ein wenig traurig, weil das Thema Hasskriminalität ist mir persönlich sehr wichtig. Ein Kanzlerkandidat kann natürlich nicht in jedem Thema hundertprozentig sattelfest sein. Aber dieses Thema scheint jetzt wirklich überhaupt nicht sein Lieblingsthema zu sein. Ich frage mich, ob er überhaupt weiß, was in diesem Gesetz drinsteht. Lässt sich auch nicht durch ein wehrhaftes Demokratiegesetz beseitigen. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Wir brauchen auch Regeln, wie man Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt von allen Seiten, wie man die bekämpft. Aber die gesellschaftliche Sorge, die sich mit diesem Anschlag verbindet, dass die Tonlage immer rauer wird und immer aggressiver wird, das ist etwas, was wir bekämpfen müssen. Und vor allem muss jeder wissen, der das macht, er wird hier auch auf die Härte des Rechtsstaats treffen müssen. Okay, jetzt geht es wieder weiter mit, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber wenn ich das so sagen darf, das sind eigentlich Plattitüden. Was wir brauchen, sind ja eigentlich Lösungen. Und wenn Herr Laschet sagt, mit einem Gesetz kann man das nicht lösen, dann fragt man sich, womit denn dann? Es gibt sehr viele Gesetze, die man ändern könnte, die man schaffen müsste, um
gegen Radikalisierung im Netz vorzugehen. Was dieses Gesetzespaket vorgesehen hatte, war aber unter anderem auch eine Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Also dort, wo Leute eben nicht mit juristischen Methoden, sondern durch Aufklärung, durch Gegenrede versuchen, gegen Radikalisierung anzuwirken. Das hatte die Union verhindert und die Frage von Frau Hassel war ja, warum man es verhindert hatte, wenn es doch nicht nur die SPD-Fachminister wollten, sondern auch der CSU-Innenminister Seehofer, der darüber betrübt war. Eine Antwort kriegen wir von Laschet dazu nicht. Hintergrund war, dass man sich tatsächlich ein wenig darüber gestritten hat, was alles in so einem Paket drin ist. Es gab vor 2 Jahren den Plan, die Fördermittel für Demokratieleben zu beschränken. Da gab es Kritik, weil beispielsweise auch antifaschistische Gruppen davon profitieren könnten und das wollte man verhindern, beziehungsweise wer wollte das verhindern? Also sicherlich nicht diejenigen, die antifaschistische Gruppen unterstützen, aber da wurden tatsächlich zunächst einmal die Mittel gekürzt. Später hat man das nach vielen Protesten wieder rückgängig gemacht. Man kann Hass im Netz tatsächlich bekämpfen und es gibt viele Ansätze dazu und wir haben auf diesem Kanal auch oft darüber gesprochen. Wir hatten zum Beispiel bis in jüngste Vergangenheit die verrückte Situation, dass eine Morddrohung genauso bestraft wird wie Schwarzfahren, nämlich mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Wir hatten das Problem, dass Doxing nicht strafbar ist, sobald die Daten irgendwo öffentlich einsehbar sind. Und wir haben noch heute das Problem, dass die Verbreitung selbst verrückter und schädlicher Falschnachrichten nicht unter Strafe steht. Beispielsweise, wenn man empfiehlt, gebt euren Kindern Chlortropfen, um sie zu schützen vor geimpften Erziehern, was dazu führt, dass die Kinder sich erbrechen und krank werden, dann kann so etwas verbreitet werden, ohne dass irgendjemand zur Rechenschaft dafür gezogen wird. Und das sind Ansätze, wo man tatsächlich etwas unternehmen kann. Wir hatten am Anfang dieser Woche die Frage, führt Radikalisierung zu Gewalt? Und dann kommt man sehr schnell natürlich in eine Verallgemeinerung. Und der Hashtag Querdenker sind Terroristen suggeriert natürlich eine Gleichsetzung, die nicht fair ist. Denn nicht jeder Querdenker ist Terrorist. Vielleicht sind es nur die allerwenigsten, die gewaltbereit sind. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass viele Komponenten zusammenkommen. Und jede einzelne dieser Komponente mag nicht ausreichen, um eine Gewalttat zu verüben. Man kann aber nicht jede dieser Komponenten durch etwas anderes ersetzen. Also alle in Zusammenwirkung führen dazu, dass tatsächlich irgendwann früher oder später jemand zur Gewalt schreitet. Und das wird mithin genannt stochastischer Terrorismus, weil eben die Summe der aktivierenden Elemente und die große Zahl der potenziellen Täter dazu führt, dass doch irgendwann früher oder später jemand aktiv wird. Das war jetzt auch die Anmoderation von Frau Hassel. Es braucht sicherlich mehr, denn die verschiedenen Kriterien sind ja nicht monokausal. Radikalisierung oder Verbreitung von Falschnachrichten reichen nicht aus. Man braucht auch einen entsprechenden Täter. Und auch da haben wir wieder die Gefahr der Stereotypisierung, Vereinfachung, wenn man sagt, naja, der war geisteskrank oder der war vorher schon radikal. Das alleine reicht auch nicht aus. Natürlich braucht man eine bestimmte Veranlagung und vielleicht auch eine Situation. Auf der anderen Seite wird gesagt, hätte es nicht diese ganzen Maßnahmen gegeben, dann wäre er auch nicht zur Tat geschritten, dann wäre das alles nicht nötig. Aber das hatte ich schon mal erklärt, das sind ja äquivalente Kausalitäten. Man kann jede einzelne der Ursachen wegnehmen und das Ergebnis würde entfallen. Das bedeutet aber nicht, dass jede dieser einzelnen Ursachen schuld ist oder deswegen verhindert hätte werden müssen. Das sehen die Leute natürlich unterschiedlich. Die einen sagen, hättet ihr mit den Corona-Maßnahmen nicht so viel Druck auf die Bevölkerung ausgeübt, hätte es nicht so viel Verzweiflung gegeben, die dann zu der Tat führt. Und die anderen sagen, hättet ihr nicht das Narrativ verbreitet, dass der Staat etwas Unrechtes tut und daher Notwehr geboten ist, dann würden nicht viele Menschen jetzt glauben, dass sie befugt sind, ob moralisch oder juristisch, zur Notwehr zu greifen und womöglich sogar Gewalttaten gegenüber einzelnen Personen zu begehen. Dieses Narrativ ist tatsächlich verbreitet und das ist eine Kritik, die ich auch wiederholen möchte. Es ist ein Prinzip, nicht nur bei Querdenkern, sondern auch bei anderen Extremisten, dass sie sagen, die Gewalt ist dadurch gerechtfertigt, weil ein Angriff durch den Staat oder durch eine Mainstream-Gesellschaft erfolgt und man sich deshalb per Notwehr dagegen wehren muss. Das ist gefährlich, denn das führt zu der Bereitschaft,
Gewalt anzuwenden. Es fängt vielleicht schon an, dass man kleine Gesetzesübertretungen vornimmt, weil man sich sagt, dieses Gesetz ist ungerecht, deswegen muss ich mich nicht daran halten. Und das ist die Gefahr für den Rechtsstaat. Wenn wir es nicht mehr akzeptieren, dass die Gewalt vom Staat ausgeht, sondern jeder sie sich selbst in die Hand nehmen kann, jeder selbst entscheiden kann, welche Regeln jetzt eigentlich gelten sollen oder nicht, und die, die mir nicht gefallen, kann ich im Wege der Notwehr oder Nothilfe aushebeln. Das macht die Gesellschaft anfällig für Gewalttaten. Das führt dazu, dass der Rechtsstaat langsam erodiert. Und dazu hätte ich mir Lösungen gewünscht von den Kanzlerkandidaten.